Promi-Einlauf, roter Teppich in der Plus-City Linz. Veranstalter Andreas Wittek scheint alles unter Kontrolle zu haben. Ja, es hat jetzt noch nicht mal richtig angefangen, aber es ist jetzt schon sehr stressig. Was war das jetzt für Telefonat? Was war da jetzt so wichtig? Es gibt ein bisschen Probleme oben mit den ganzen Akkreditierungen, wer in welche Lounge darf. Das ist halt sehr kompliziert bei so einem großen Haus. Vor Neid erblassen scheinen die Männer bei ihm hier. Markus Schenkenberg, schwedisches Topmodel. Ich fühle mich gut. Ich hatte ja nichts Weißes zum Anziehen mit dabei. Ich bin jetzt 2 Wochen in ganz Europa herumgereist und wusste nicht, dass hier ein weißes Fest ist. Das T-Shirt, das ich trage, habe ich in New York gekauft. Was hast du für eine Unterwäsche an? Meine weiße Wäsche war nicht sauber, deshalb habe ich mich für was Blaues entschieden. Hat er dunkelblau? Nee, ich habe eine weiße Unterhose an mit orangen Steppnähten. Und dann musst du ja auch erstmal so schauen, ob das überhaupt geht, aber funktioniert ganz gut. Hast du halt den Herrn Schenkenberg Konkurrent? Sixpack habe ich keinen. Ich bin halt ein ganz natürlicher Typ, aber ich muss ja auch nicht mit auf dem Laufsteg mein Geld verdienen wie er. Also deswegen Respekt für seinen Körper, Respekt für sein Aussehen, fürs Alter. Auch die Bambi mag's gern etwas freizügiger. Ist er Bikini oder ist er BH? Oder? Ist ein Bikini. Ein goldener. Nicht zu übersehen. Auch nicht zu übersehen, Gina-Lisa Lofink. Sag die Bohne, ne? Sie hatte an diesem Abend sogar einen besonderen Auftrag und überraschte Markus Schenkenberg in Dessous. Ich mache ihm eine kleine Überraschung. Er muss sich ja immer ein bisschen Hollywood fühlen, ja. Und ich probiere es super sexy für ihn zu machen und richtig American Style Hollywood. Und hoffentlich ist er zufrieden. Ich glaube, du würdest ihm auch gut gefallen. Ja, ich passe echt in sein Beuteschema rein, aber sorry Markus, aber bist ein super Kumpel, aber da geht leider nicht mehr. Machst du heute Party oder gehst du es eher gemütlich an? Du hast ja 2 nette Damen in deiner Lounge, die Bambi und die Gina-Lisa. Ja, ich werde wahrscheinlich hin und her gerissen sein. Nein, Spaß beiseite. Ich habe eine Freundin, also ich muss ja aufpassen, was ich tue und mache. Aber es würde mich freuen, die Gina-Lisa wiederzusehen. Man hat sich längere Zeit jetzt nicht gesehen. Ich glaube, auf der Wok-WM haben wir uns gesehen. Das war in Innsbruck. Und ja, es gibt mit Sicherheit vieles zu erzählen. Vieles zu erzählen gab es am Weißen Fest sicherlich auch. Mode-Fauxpas zum Glück keine. Vor allem eins hatte man dort allemal, eine gute Aussicht. Egal, wohin man sich platzierte.